is Ingrid Burrington. I tried to find something out about ja, her. And on her website, hallo, herzlich willkommen zum Talk von Ingrid Burrington. Ich habe mal auf ihrer Webseite geguckt und habe eine sehr vielfältige Beschreibung ihrer Tätigkeit befunden. Ich denke, es hängt ziemlich stark von der Perspektive, die man so hat, wenn man beschreiben will, was sie so tut. Ja, ihr Talk heute wird über Internetinfrastruktur gehen und es geht darum, wie wir über dieses relativ abstrakte immer denken und wie wir sie visualisieren können. Und ich bitte euch um einen herzlichen Applaus für Ingrid. Vielen Dank für die Einführung. Es ist immer lustig zu hören, was Leute so denken über das, was man macht. Vielen Dank an alle Freiwilligen. Es war großartig und vielen Dank dafür, dass ihr gekommen seid. Und ja, mit interplanetarer Kolonisation als Talk zu konkurrieren, ist schon eine schwierige Sache. Ja. Mein Name ist Ingrid und ich erzähle Leuten, dass ich ein Künstler und Autor bin, und ich bin hier wegen diesem Buch, das ich geschrieben habe. Bücher von Netzwerke von New York. Es wurde letzten Sommer veröffentlicht, Royal Press Verlag. Die erste Version, die ich davon veröffentlicht habe, war selbst publiziert. Und ich habe einige Kopien von diesem Buch dabei, und falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch mal anschauen. Okay, ich denke über das Buch eigentlich, dass es relativ selbstverständlich ist. Es geht darum, dass Illustrationen und kurze Zusammenfassungen von Netzwerkinfrastruktur und anderen Dingen, die man in New York City sehen kann. Also Sachen, an denen man leicht vorbeiläuft, wenn man nicht genau drauf guckt. In der Theorie könnte man das Buch haben und zum Beispiel sowas wie das hier sehen, das Buch rausnehmen und gucken, was das denn ist. Das sind Glasfaserkabel von Level 3, einem großen Telekommunikationsunternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich erklären muss an Leute, die zu dieser Konferenz kommen, dass Infrastruktur eine ziemlich coole Sache ist. Aber ja, also wie viele Leute hier haben zum Beispiel zum Spaß eine U-Boot-Landestation sich angeguckt? Wer hier würde alles verstehen, dass man sowas machen wollen würde? Die Mehrheit, ah, cool. Also das heißt, ich muss nicht so genau begründen, warum das jetzt so wirklich cool ist. Was das Buch sonst noch macht, außer Leute, die sich dafür sonst nicht interessieren würden, vielleicht davon zu überzeugen, dass sich mit der Geschichte und dem politischen Kontext von Netzwerkinfrastruktur beschäftigt und wie uns das, welchen Einfluss das auf die heutige Situation so hat. Was ist der bürokratische Prozess zum Beispiel, um Glasfaserkabel in New York zu verlegen? Und auch, welche Netzwerksysteme eigentlich so relevant sind, um eine Stadt zu funktionieren zu bringen? So. Ich erinnere mich gerade nicht so genau, was die nächste Folie ist. Ah, genau, ich wollte darüber eigentlich reden, aber ich habe vergessen, das ins Abstrakte hinzuzuschreiben. Deswegen gehen wir da nur kurz drüber. Wer von euch kennt alles dieses Cover von dieser Zeitung? Vor ungefähr 20 Jahren, im Dezember 1996, hat Wired den Science-Fiction-Schreiber Neal Stephenson beauftragt, eine Zusammenfassung über die Vernetzung der Erde zu beschreiben. Und es war dann irgendwie so ein bisschen im Kontext der ersten Webblase, und er hat einen 2000 Worte Artikel geschrieben, den man jetzt leider nicht mehr heute findet. Aber die Sache, die passiert, wenn man
als junge Frau an Netzwerkinfrastruktur arbeitet und man sagt irgendeinem Mann, dass er, ja, dass man an sowas arbeitet, dann fragen sie, ob man diesen es kennt. Und die meisten kennen es, aber ich würde das sagen, weil ist die Ansicht, die Leute über diese Infrastruktur haben. Und in dieser Art und Weise ist ein sehr wertvoller Text, aber ein paar Sachen, die habe ich irgendwie nie verstanden. Also Stevenson hat viel von diesem Hackertourismus, den er hat. Dieses, was ein Hackertourismus ist, ist von ihm, für ihn jemand, der zu einem exotischen Ort reist, um dort etwas anzuschauen, das nur für einen Geek interessant sein kann. Also, es ist sehr, sehr komisches Fragen. Was ist exotisch? Unter welchen Umgebungen sagen wir, dass etwas exotisch ist? Sachen, die etwas für einen Geek interessant ist, dann, naja, damals gab es eine Geschichte, dass er auf eine sehr spezielle Subkultur schaut. Aber heutzutage, wenn ich sehr viele von diesem Text lese, der Grund, weshalb Neville Stevenson meint, dass man das interessant finden sollte, sind Sachen, die weiße Leute in organisierten Ländern müssen das nicht mehr machen, sondern die können einfach das darauf akzeptieren. Das ist einfach nur so ein, wir haben das besiegt und das ist Cyberpunk. Aber das ist etwas, was ich versuchen möchte, wo ich versuchen wollte, herauszufinden, wo ich in der Verbindung dazu stehe. Ich habe ein sehr, ich möchte Leute in die Lage versetzen, dass sie selber erfinden und nicht, dass ich sage, hey, ich habe 40.000 Seiten über meine Geschichten erzählt. Und viel besser als Hacker-Tourist möchte ich, dass ich ein Pilger bin zu diesen speziellen oder interessanten Orten. Und in den letzten Jahren gab es immer mehr Interesse wollen Leute das mehr sehen und wir wollen auch Bilder sehen über das Netzwerk und nicht nur diese normalen Fotos von Nullen und Einsen. Und ein Teil dieser Interesse daran, diese Datencenter zu besuchen und die Untersee-Kabel-Ankunftspunkte hat zum Teil damit zu tun, weil es richtig cool ist. Aber außerdem ist es eine Bewegung dazu, dass man ein bisschen mehr Kontrolle über diese Geräte bekommt. Diese Entscheidung, wer das machen kann, ist auch die Frage, wie unterschiedliche Institutionen in der Geschichte aufkommen wollen. Ich habe früher ein Projekt gemacht in einer Berliner Galerie, wo ich große Fotos von Satellitfotos gemacht habe. Und für Leute, die das nicht wissen, was das ist ein Lo-Fi-Hologramm, das ist mit Bildern. Wenn man sie umdreht, dann ändern sie sich. Ich habe ein paar dabei, aber wir können sie später euch hier vorne anschauen. Die Bilder sind Satellitenbilder von Plätzen, die abhängig sind von dieser Satellitenansicht. Die Idee, dass wir die Welt aus dem Weltall sehen können, ist so ein bisschen komisch, insbesondere weil das, wie das überhaupt können, klassifiziert war bis vor nicht allzu langer Zeit. Und eine Version von diesen Ausdrücken sind Google Datencenters. Und hier haben wir die unterschiedlichen Versionen davon. Also ich vermute, dass ihr das jetzt mitbekommen habt. Und einer der Gründe, weshalb Google Datencenter so interessant sind in diesem Umgebung, warum wir sie eingefügt haben, diesen Umgebungsbilder, ist, dass Google wie keine andere Farbe die Normalisierung von diesen Bildern gefügt hat. Ich habe mit NASA geredet und der war ganz ärgerlich, aber ich habe gesagt, hey, die haben das Interface gebaut, die haben die Möglichkeit, wie man das darauf kommt. Und die Idee, dass man diese Daten in einem Browser aufrufen kann, ist hauptsächlich deren Idee. Und der andere Grund, weshalb ich Google Datencenter darüber habe, ist, dass ich ein Gerücht gehört habe von unterschiedlichen Leuten, dass ich nicht wirklich glaube, ob das wahr ist. Aber ich glaube sogar fast, dass es möglich wahr sein könnte, das Interessanteste ist. Und das Idee ist, dass Google ihre eigenen Datencenter von den Satellitenbildern entfernt. Also natürlich könnten sie das, also sie zensieren andere Regionen aufgrund von Regierungsanforderungen. Und das ist das einzige Beispiel, wo das möglich gewesen wäre. Dieses besondere Bild ist von einer Reihe von Screenshots, die ich in 2016 zusammengefügt habe. Und dies ist von den
US-Bildern von 2014. Also 2 Jahre, um die Daten zu updaten vor der Erstellung dieses Datencenters. Und vielleicht haben sie es einfach nicht gemacht, weil die Erde ist groß und sie müssen viele Sachen machen. Sie sind Google. Die einzige andere Person, die ich kenne, die das spezifisch gesagt hat und Screenshots davon hat, war Angel Bloom. Der ist der Autor von einem anderen Buch, das sich TubeStand, das auch über Infrastruktur ist. Der Unterschied ist, dass Angel Bloom ein netter Typ ist. Wahrscheinlich kennt ihn hier irgendjemand. Okay, habe ich Probleme. Aber okay. Die andere witzige Sache, die passiert ist, ist, dass Google vorangegangen ist. In 2016 ist es sehr einfach, ein Google-Datencenter auf Google Earth zu finden. Das war, ich habe viel Zeit da reingesteckt, vor ein paar Jahren dieses Google-Center zu finden. Ich bin ein bisschen ärgerlich, weil sie sagten, hey, es war, ihr habt keine Ahnung, wie schwer es war damals, als ich war. Und wir mussten hochgehen, um ein Datencenter zu gehen und den Hügel klettern. Und Google hat diese Voranreiten hat ein paar Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass vor 2012 Greenpeace die Kampagne wirklich hochgefahren hat, dass sie große Cloud-Firmen aufgerufen hat, dass sie Kohleenergie benutzt haben, um Datencenter zu betreiben. Und sie haben sie darauf herausgefordert und das war eine relativ effektive Kampagne. Und viele dieser sehr großen Plattformen wie Amazon, Facebook oder Google, sogar auch Microsoft, haben wirklich versucht, grüne Energien zu benutzen. Das ist nicht wirklich die, war aber die ganzen normalen Datencenter oder Equinix, die aber die meisten Leute einfach nicht kennen. Vielleicht viele Leute hier, das ist sehr interessant, aber eine dieser Sachen war mit Sicherheit ein PR-Effekt. Wir redet über unsere Datencenter und wir reden über unsere und die Datencenter und die sehen gut aus und die könnten nicht euch nicht mit uns ärgern. Und ein anderer potenzieller Grund ist, dass sie den Hacker-Tourismen vorwegkommen wollen. Sie wollten sicher machen, dass sie sichtbar sind und selber interessant sind und nicht irgendwie was Verstecktes. Und was mich, weiß ich noch nicht sehr gut ausgedrückt sehen habe, aber ich weiß, dass eine dieser komischen Seitenprodukt ist, dass von dieser Sache, dass diese Firmen grün werden wollen, ist, dass sie weitergehen, die haben ihre eigenen Stromversorgung, die müssen nicht irgendjemandem antworten. Wenn Amazon seine eigene Windfarm baut, es ist deutlich einfacher, seine eigene Region zu haben, wenn man seine eigene Windfarm hat. So, und ich denke, vor 20 Jahren war es dann schon irgendwie eine ziemliche Überraschung, wenn ein kleines Startup irgendwie ins Kabelgeschäft einsteigen wollte. Und ich denke, dass das wichtig ist, denn es gibt ein historisches Narrativ, das hier Schritt für Schritt konstruiert wird. Es wurde schon immer konstruiert, aber in diesem Streben von einigen Firmen, eben dieses System irgendwie so zu formen, passiert etwas Neues. Und es ist wichtig. Es sagt, und ich mag mir eben diese Low-Level-Teile dieser Geschichte anzuschauen, denn das sind irgendwie lose Faden von Geschichte, auf die man vielleicht so gar nicht gekommen wäre. Und für mich als von einem architekturellen und geografiebasierten Ansatz, da ist es durchaus interessant, wie sich das dann architekturell und geografisch unterscheidet von letztes Jahr. Letztes Jahr war ich in einem Facebook-Center und bevor sie euch in den Raum genommen hat, wo die ganzen Server sind, hatten sie diese Flur mit ihrer Timeline und eine Geschichte von, wie Menschen kommuniziert haben und die haben so Standardfotos. Und es beginnt mit einem Tourguide und der sagt, hey, mit diesen Handabdrücken auf den Wänden von Felswänden. Und hier hinter dem Tourguide ist
endet es mit einem Facebook-Like und das ist einfach dieser Vorgangsstreifen, der auf einmal hochgeht, sehr, sehr steil. Und ich erinnere mich, also wir gingen und Sam Kronick, mein Freund, der in diesem Fall mein Fotograf war, hat gesagt, hey, vielleicht. Ich glaube, irgendwie diese Höhlen waren die ersten Facebook-Wände oder Facebook-Walls. Man könnte das vielleicht sogar glauben. Und wenn man das wirklich glauben möchte und wenn man Facebook bauen möchte, dann muss man das vielleicht glauben. Wenn man davon schlafen möchte, dann muss man das glauben, dass man das Ziel der ganzen Architektur von Menschenkommunikation. Vielleicht ist es nicht ein Fehler von Facebook, sondern wie Sie diese Geschichte anschauen. Und diese ganzen technischen Innovationen wurden komplett ohne historischen Zusammenhang dargestellt. Es gibt, hey, neue Bücher, neue Buchdruckerei, aber es gibt nichts darüber, dass es um Revolutionen geht oder um die Reformation. Und dass wir halt diese ganze Idee, dass Leute in irgendwelchen tolle Idee haben, komplett ohne historischen Zusammenhang, ist etwas, was sehr Silicon Valley-mäßig ist. Zum Beispiel Leute, die die Beanbags anschauen. Und, das war jetzt ein Witz, den ich auch nicht verstanden habe. Das ist ein Silicon Valley ist mehr eine ideologische Idee, von der man nicht abhauen kann, als eine geografische Sache mit Städten und Vororten. Und noch etwas, was einen sehr daran erinnert, dass es ihren Namen für eine Herstellungsregion hatte. Sie haben wirklich Silikonchips gemacht, um diesen Namen zu bekommen. Das ist eins der wenigen Erinnerungsstücke an diese Geschichte. Das ist eine Plakette in Charleston Road in Palo Alto in Kalifornien. Und dort wurde Fairchild Semiconductor, hat diese Firma dort den ersten Chip hergestellt. Und das ist der Parkplatz vor dieser Plakette. Und das ist ein Dokument, das nennt sich Restrictive Covenant, das von der Wasserqualitätskontrollbord. Und das sind viele der Sachen, die man nicht mehr machen darf, wo der erste praktische Platine gebaut wurde. Man darf keine Schule bauen oder ein Daycare Center oder ein Krankenhaus. Man darf viele Sachen nicht machen. Und der Hauptgrund, weshalb man so viel nicht machen darf, ist, weil das Wasser unter dieser Region sehr viele Lösungsmittel hatten, die sie bei der Herstellung von Halbleitern erstellt haben. Es ist nicht die Frage, ob es Fairchild war oder eine spätere Firma, die auch gearbeitet hat, aber dieser Grundlage von dieser technischen Entwicklung ist einfach in einem heutzutage sehr giftigen Boden. Und das ist nicht selten. Es gibt in Santa Clara County, die Silicon Valley physikalisch so einschließt, sind 21 Aufräumseiten für chemikalische Probleme. Und 19 davon werden wirklich spezifisch aufgrund von der Herstellung von Hardware dort, und es sind Dutzende weitere, wie diese in Charleston Road, die nur dem Staatslevel, also in dem lokalen Level, das ist noch nicht so schlimm, dass man ganze Land darum sich kümmern muss, also dass die Bundesregierung sich darum kümmern muss. Und da gibt es keine Plakette für. Und das ist nicht unbedingt etwas, was Computergeschichte beinhaltet. Wenn man in ein Computergeschichtsmuseum geht, oder zumindest eins in Amerika, wenn ihr ein besseres habt, erzählt mir. Aber wie Silicon Valley ihre eigene Geschichte macht, ist über Industrial Design und Software und individuelle eindeutige Ideen. Es ist nicht über Manufacturing. Und es geht nicht darum, dass man irgendwas skaliert. Und diese Archive von der lokalen Universität, die dafür gesorgt haben, dass herauszufinden, welche Chemikalien die ganzen armen Immigranten dort in Berührung gekommen sind, zeigt einfach nochmal eine komplett andere Ansicht darüber, was diese Objekte sind. Und das ist nicht ein Teil der Computergeschichte. Labor history, California history, environmental history. It's not history of computing.
Und ich denke, dass dieser Chasmus zwischen, wie es jetzt eigentlich abgeht, wenn man ein Gerät macht und was dann damit passiert, was damit mit dem Gerät gemacht wird, ist in einer Welt, in der Sachen immer komplizierter und dreckiger werden, nicht ganz einfach. Und ich habe im letzten Jahr viel darüber nachgedacht, was ich hier anfangen soll. Und deswegen mache ich in meinem nächsten Sommer- oder Frühlingsprojekt möchte ich eine Art Textbook zusammenbauen, das die diese Zeit eben zusammenfasst. Also das heißt, man nimmt zunächst etwas, so ein kleines so einen kleinen Flyer raus, der beschreibt, was irgendeine Halbleiterhersteller mit den Immigrantenarbeitern dort gemacht hat. Worum ging es mir jetzt eigentlich bei diesem ganzen Vortrag? Was möchte ich, dass ihr hiervon mitnehmt? Und einer der wichtigsten ist, dass es wichtig ist, dass man auf die Geschichte guckt, um eben zu verhindern, dass man eben nicht den Ansatz wählt, einfach das Größte und mächtigste Ding zu finden, sondern sondern auch irgendwie mal auf die Seite zu gucken und was ist das System, was irgendwie eine einzelne Person in ihrem privaten Leben irgendwie vor sich hinschiebt. Und dann noch, dass man, obwohl man große Systeme anguckt, dass man nicht unbedingt davor aufgibt, sondern immer drüber nachdenkt, wie man sie challengen kann. Herausfordern kann. So, vielen Dank beim Zuhören. Wir sind die Übersetzer. Gleich kommen noch ein paar Fragen und Antworten, die wir natürlich mit Ihnen teilen wollen. Aber wenn Sie ein Feedback haben, dann senden Sie das bitte an Hashtag C3T. Und wir sind Franz T. und Problem. Und jetzt sind die weiteren Fragen und Antworten. Erst im Internet kommen schon keine und im Saal stehen jetzt auch die ersten auf, um Fragen zu stellen. Der vorne, bitte. Also, kennst du oder weißt du von irgendeinem kennst du irgendein Projekt, das sich schon um irgendeine Aufarbeitung dieser Geschichte im Silicon Valley kümmert, so wie das Internet Archive nur für... sollte ich die Frage nochmal wiederholen? Also du fragst, wie man diese Geschichte aufbewahren kann? Ich wollte wissen, ob du schon irgendein Projekt kennst, das sich um diese Geschichte kümmert. Also, diese spezifischen Archive, die diese Geschichte aufbewahren, also dies ist eine spezielle Sache, über die ich geredet habe. Über dieses komische Zeug. Ja, neben mir und anderen Künstlern und bildigen Akademikern das ist nicht etwas, was eine große Institution macht, die da mit anfängt, sondern es ist in der Regel eine Person, die sich wirklich darum kümmert oder wenige Leute, die sich da wirklich, wirklich drum kümmern. Das ist ein sehr cooles Charles Schelsky. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht, in NYU, die dort mitarbeitet, die das komplexeste Arbeiten über die interessante Geschichten über Arbeiter in Silicon Valley zusammenfasst. Und viele dieser Materialarchive existieren, zum Beispiel das, was ich in San Jose angeschaut habe, aber ist nicht unbedingt ein Institut, was für diese komischen Geschichten aufbewahrt. Es sollte da eins geben, aber es gibt es nicht. Die nächste Frage, bitte. Danke für deinen Talk. Hast du auch irgendwie mal auf einer Karte aufgezeichnet, was du dir da so angeschaut hast, was in deinem Buch ist? Ja, ursprünglich habe ich damit angefangen, aber
Teilweise, weil die Sachen, mit denen ich angefangen habe, ist, hey, keiner würde mir eine Karte geben. Im Endeffekt, Leute wollen ja nicht sagen, wo ihre optischen Kabel liegen und so, ihre Glasfasern. Aber der Grund, weshalb ich sie nicht veröffentlicht oder erstellt habe, diese tolle Karte, ist, dass sie ein bisschen reduziert ist, weil das nur ich bin, der irgendwelche Marker findet und sagt, hey, hier habe ich die gefunden. Und die Alternative dazu war, eine Crowdsource-Plattform zu erstellen, wo jeder seine eigenen Marker hinzufügen könnte und das ein Community-Management-Angriff ist, eine Möglichkeit ist. Und das möchte ich nicht machen. Diese aufgegebenen Karten von nur wenigen Pins von einer einzelnen Person ist so das traurigste von Archiven. Ja, vielleicht kann man das irgendwie zu einem Spiel entwickeln. Ja, wir haben eine Person, der in einer Aktion arbeitet, wo er sagt, wie der neue Cloud Atlas ist cool, ist großartig. Und ich habe gesagt, hey, großartig, ich muss mich nicht darum kümmern. Ah, ja. Das ist natürlich der Geist der echten Künstler. Nächste Frage bitte. Gar nicht so lange her, in einer Stadt, die auch gar nicht so weit weg von hier ist, da gab es ein Cover von versteckter Infrastruktur, versteckten Kabeln, und zu der Zeit wusste niemand, worum das da eigentlich ging. Man hat spekuliert, ob es um irgendwas zu Spionagediensten geht oder einfach geheime Kommunikationskanäle. Hast du dich da irgendwie für interessiert? Ich muss die Frage nicht viel beantworten. Diese Sachen, also generell denke ich, dass diese Sachen interessant sind, aber die Szene, die von Leuten, die dort wirklich arbeiten, sind sehr viele Leute, die ich einfach nicht, mit denen ich einfach nicht zusammenarbeiten möchte. Das ist ja alles, was ich dazu sagen kann. Soll ich jetzt eine Frage aus dem Internet? Ja, das Internet möchte wissen, hast du tatsächlich auch die Kabelfirmen oder so getroffen? Hast du die Kabelverleger oder die Geografen getroffen? Meine meisten Interaktionen waren mit den Leuten, die die Kabel gelegt haben. Also ich habe mit Leuten geredet, deren Job es ist, das Zeug in die Kabel in die Straße zu legen. Der Kabelhersteller soll sehr interessant sein und ich wollte wirklich mit denen eine Tour machen von einer Facility, aber das ist noch nicht so hoch auf der Liste von Sachen, die getan werden sollen. Danke. Bei meiner Frage geht es tatsächlich um das Hintergrundbild, das wir gerade auf den Folien sehen. Das ist HTW1 oder was davon übrig ist. Das sind koaxiale Reste von einem koaxialen Untergrundkabel, das in Northern California ist. Das ist in Manchester, Kalifornien. Und das ist, wenn wir darüber reden, wer schaut sich ein Untergrundkabel an, so einfach so, weil es Spaß macht. Da bin ich hingegangen, einfach nur damit es Spaß macht. Und das ist eine interessante Region und eine Geschichte über Kabel, die nicht besprochen werden. Diese Stadt hat so viele Glasfaser dadurch laufen. Und solange sie Geschichten hatten, solange man sich erinnern kann, haben sie ganz schlechtes Internet, weil AT&T nicht mit ihnen teilen möchte. Und sie haben dieses wirklich große Abstand da. Es ist ein sehr interessanter Platz. Möchtest du vielleicht noch kommentieren bezüglich, oder mein Kommentar dazu noch zu deinem Infrastruktursammelprojekt? Das OpenStreetMap-Projekt sammelt einige dieser Daten und ich habe das auch genutzt und vielleicht ist das interessant. Ja, die Person, die darüber arbeitet, Crowdsource-Plattform, arbeitet seit langer Zeit mit OpenStreetMap zusammen und das ist ein Teil der, ja, was er macht. Hier geht es so, das hier ist etwas zwischen Kommentar und Frage in etwa. Du hast dich auf das Silicon Valley bezogen oder genauer gesagt auf das Mindset, das die Leute dort haben, dass du das etwas fragwürdig findest und wir irgendwie auch.
Aber ich fand das tatsächlich etwas interessanter, eben auf die Geschichte vom Ingenieurwesen zu schauen. Und das hier geht tatsächlich auf eine alte Schweizer Geschichte zum Engineering zurück, wo diese verrückten Leute diese total verschiedene Infrastruktur in den Schweizer Bergen gebaut haben. Bahnstrecken durch Berge, und die wir heute tatsächlich ziemlich nützlich finden. Also diese verrückte Einstellung der Ingenieure, eben diese Leistung zu vollbringen. Was denkst du darüber? Ich denke darüber nach, wie man das jetzt ausdrücken kann. Natürlich, ja, du hast recht, also diese Geschichte ist nicht, beginnt nicht mit Silicon Valley, aber das ist da, wo ich jetzt besonders viele Interaktionen damit habe. Sehr interessant, ja. Also, die Wiederauflebung von diesem Ingenieur, und sie meinen, diese Werte von diesem Ingenieursdenkansatz. Ja, also ich habe darüber nachgedacht, über diese Einstellung eines Ingenieurs, gerade auch, weil ich eben ein Wissenschaftsjournalist bin, was eben der Unterschied ist zwischen einem Wissenschaftler und einem Ingenieur. Und für mich fühlt sich das irgendwie so an, dass ein Ingenieur die Welt anders sieht. Ja, das stimmt. Was ich sehr interessant finde darüber, wie Software Engineering ein sehr dominantes Feld ist im Vergleich zu anderen Ingenieurdisziplinen. Software Engineering hat sehr viel aufzuholen, insbesondere im Bereich Ethik. In der Regel war in der Geschichte war Ethik im Bereich Ingenieurwesen, hey, baut keine Brücken, die einbricht. Und heutzutage ist die Frage, wie man technische Systeme baut, haben sie genau diese großen, haben sie auch Fehler in diesem Netzwerk? Und es ist auch die Frage, was Ingenieure zu der Gesellschaft beitragen können und wie Manifeste wie dass sich das ausbreitet, ist halt auch eine Frage, ob da eine moralische Grundidee hintersteht. Wir haben jetzt keine Fragen mehr, was super ist, weil wir auch keine Zeit haben. Also eine große Runde Applaus für Ingrid. Vielen Dank auch von uns aus den Übersetzern. Bitte an Feedback denken und damit verabschieden.